In Solingen gab es ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, einen Messerangriff, bei dem drei Menschen getötet wurden und mehrere verletzt wurden. Erstmal, weil das auch ja, oftmal natürlich untergeht, wenn man über solche Nachrichten redet, ist ja auch direkt bei uns um die Ecke und in Solingen passiert irgendwie immer wieder so abgefahrene Scheiße ständig. Ich weiß nicht, es ist irgendwie. Gab es ja auch vor gar nicht so langer Zeit, vor ein paar Monaten erst so einen Brandanschlag, wo, glaube ich, auch Roma oder ein Brand auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es ein Anschlag war, verbrannt sind in ihrem Haus. Ich, das war auch in Solingen wieder. Und bei mir ist halt Solingen immer noch so eingebrannt wegen den 90ern als Ereignis, wo dort Menschen von ja, an der Stelle dann Neonazis umgebracht wurden. Aber in dem Fall war halt der Hintergrund jetzt ein islamistischer Anschlag und deswegen auf jeden Fall auch von uns natürlich ja, unser Beileid an die Betroffenen von dieser Situation, die einfach hier auf so einem Stadtfest ihre ja, das Wochenende verbringen wollten. Und gucken wir erstmal kurz in die Nachricht rein. Bei einem Messerangriff bei einem Stadtfest in Solingen sind laut Polizei drei Menschen getötet und acht weitere Menschen verletzt worden. Der Täter ist weiter flüchtig. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm. Ein bislang unbekannter Mann hatte den Angaben zufolge am Freitagabend gegen 21.40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Die Polizei bat um Mithilfe der Bevölkerung. Auf dem Hinweisportal der Polizei Nordrhein-Westfalen können Hinweise zur Tat oder dem Täter abgegeben und Bild- oder Videomaterial hochgeladen werden. Der Angriff hatte sich auf einem Stadtfest zur 650-Jahr-Feier von Solingen mit dem Titel Festival der Vielfalt ereignet. Die Tat werde als Anschlag gewertet, sagte eine Polizeisprecherin in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Medienberichte, wonach die Tat als Terroranschlag eingestuft werde, wies die Sprecherin zurück. Genau, das war jetzt vor einem Tag. Und dann haben wir noch ein zweites, aktuelleres Video von vor 9 Stunden, das nochmal auf den Täter eingeht. Das gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an und dann sprechen wir drüber. Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen soll der mutmaßliche Attentäter am Samstagabend festgenommen worden sein. Jemand, den man im höchsten Maße verdächtige, sei in Gewahrsam genommen worden, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul in der ARD. Es sei mehr als eine Vermutung. Man habe auch Beweisstücke gefunden. Die Extremistenorganisation Islamischer Staat reklamierte das Attentat für sich. Der Anschlag sei von einem Soldaten des Islamischen Staates ausgeführt worden, erklärte der IS in seinem Kanal im Kurznachrichtendienst Telegram. Er habe den Angriff als Rache für Muslime in Palästina und überall ausgeführt. Belege für die behauptete Urheberschaft gab es zunächst nicht. Die Fahndung nach dem Täter war am ganzen Samstag auf Hochtouren gelaufen. Spezialkräfte der Polizei waren in einer Solinger Flüchtlingsunterkunft im Einsatz und nahmen dort einen Verdächtigen fest, bei dem es sich aber offenbar nicht um den mutmaßlichen Täter handelte. Zuvor hatte die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Der leitende Oberstaatsanwalt Markus Kaspers sagte, eine unbekannte Person soll Zeugenaussagen zufolge kurz vor dem Angriff mit dem Jugendlichen über Absichten gesprochen haben, die zur Tat passen würden. Dem 15-Jährigen werden bisher nur die Nichtanzeige geplanter Straftaten zur Last gelegt. Bei dem Angriff am Freitagabend wurden drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Der Täter soll den Ermittlungen zufolge gezielt auf den Hals der Opfer eingestochen haben. Die Tat ereignete sich bei einem Fest anlässlich des 650-jährigen Stadtjubiläums. Jo. Ja, ich glaube, das Ganze war auch während eines Konzertes auf diesem Stadtfest. Das war, glaube ich, von der Band Supraphon, hießen die, wo es wirklich währenddessen losging und das hat auch zu einer Massenpanik dann natürlich geführt. Und was ich auch interessant daran noch fand, war, dass ich auch einige Zeugenaussagen dazu dann gehört hatte, wo eben jemand meinte, dass der auch schon rumgelaufen sei und auch schon irgendwie darüber gesprochen hätte, dass er Leute abstechen will und es auch wohl zu Takbir-Rufen dann währenddessen oder danach noch gekommen war. Und es Das gab macht es ja ja, noch eindeutiger. genau, es macht es eindeutiger und es war ja wirklich so, dass
es dann versucht wurde, wirklich diese Spekulation sehr niedrig zu halten. Mhm. Und ja, es war die absolut richtig kranke Scheiße. Man muss das auch immer wieder dazu sagen, was für ein jämmerlicher Kackverein der Islamische Staat auch ist, wie sich dann noch dahinstellen und dann, also man muss natürlich sagen, es ist noch nicht hundertprozentig bewiesen, ob es dann vom Islamischen Staat ist. Teilweise sind das ja auch einfach islamistische Attentäter, die aus einem allgemeinen islamistischen Weltbild handeln. Mhm. Und der IS reklamiert das dann für sich, weil die ja da einfach sehr schnell sind. Manchmal sagen die aber auch, dass sie was nicht waren. Also das habe ich auch schon mitbekommen, dass sie dann halt dass sie das dann halt einordnen. Ja, aber trotzdem finde ich immer wieder, klar, was für ein Kackverein wirklich das ist, wie erbärmlich mit dem, wie die sich dann da hinstellen und das dann als für die Muslime in Palästina. Ja. Also absolut kranke Scheiße einfach. Und wirklich auch in der Nachbetrachtung von dem Ganzen kriege ich auch einfach immer wieder das Kotzen, wie ähnlich dieser ganze Dreck dann abläuft, wie sich damit beschäftigt wird. Ja, ja, absolut. Es fühlt sich halt immer wieder an wie so ein Hamsterrad. Also, und das ist eigentlich für mich der Kernpunkt von der Beschäftigung und der Auseinandersetzung mit dieser Situation, ist eigentlich, was diese Folgen, dieses, wie man wirklich merkt, wie sich halt einfach die gesellschaftliche Situation immer weiter hochschaukelt, ne? Also wie halt dann an der Stelle natürlich die Islamisten und die deutschen Rechten halt von diesen Situationen halt profitieren und sich immer weiter pushen können. In der Radikalisierung der Gesellschaft, in der dann halt solche Taten und solche Situationen halt auf eine immer breitere Grundlage fallen. Aber da muss man dazu sagen, und das ist eine richtige Betrachtung, absolut. Aber das Schlimme ist halt, dass das, was von linker Seite dazu angeboten wird, einfach nur der Versuch ist, diesen Teufelskreis abzubremsen, während man ihn eigentlich dadurch weiter noch beschleunigt, anstatt aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Weil es ist so, ich weiß genau, mit der aktuellen Regierung ist es so, wenn diese Dinge passieren, dann stellen sich jetzt alle Politiker, dann stellt sich ein Steinmeier, dann stellt sich eine Faeser dahin und sprechen dann irgendwie darüber, ja, wir dürfen uns jetzt nicht spalten lassen, das war die Ideologie Hass. Ich finde es auch immer wirklich einfach erbärmlich, dass noch nicht mal das mit dem Islamismus so klar benannt wird, als eben die große Gefahr, wenn es um solche Terroranschläge geht. Wird dann irgendwie da rumgeschwafelt und so Allerweltsphrasen dann irgendwie da rausgehauen. Und gleichzeitig die rechten Kräfte haben dann natürlich eine klare und eine deutliche Antwort darauf, womit sie auch einfach diesen Diskurs aktuell dominieren. Ja. Aber sind da drin einfach, wie wir es gesehen haben, natürlich absolut menschenverachtend in den Alternativen, die sie da anbieten, weil sie sagen einfach, ja gut, wenn wir eben, und das ist ja einfach ein tatsächlicher Fakt, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es eben diesen Zusammenhang von Migration und Kriminalitätsanstieg, vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren nochmal besonders verstärkt in Deutschland gibt und natürlich auch den Anstieg von islamistischen Gewalttaten, da dann aber einfach als ihren Ansatz Remigration von allen wählen. Und gleichzeitig natürlich auch bei den Taten, wie wir es jetzt in England gesehen haben, schon früh einfach auch ja, Falschmeldungen verbreiten. Und wenn ich dann wirklich noch diese Fratzen sehe, wie sie dann absolut widerwärtig halt auch über diesen Terroranschlag sprechen. Weil das ist auch die Sache, die Rechten stellen sich dann auch noch dahin. Und was ich da alles gelesen habe, wirklich, da habe ich echt das Kotzen bekommen mit irgendwie, ja, wie bestellt, so geliefert. Hahaha, Klingen statt Soling. Genau, das ist ja. Und das guck passt, mal, so ja. Und so viele Leute wählen Grün, schreiben sie dann darüber, nach dem Motto: ja, nee. Hier Festival der Vielfalt. Genau. Ja, natürlich, das lädt ja auch dann dazu ein, irgendwie. Und dann ist es, wie Sie schon vorher gesagt haben, dann der Täter, der dann auch noch in der Asylunterkunft festgenommen wird. Aber mit was für einer Häme und was für einem, also was wirklich für einem Widerlichen, die sich dann auch noch, ja, man muss fast sagen, nicht darüber freuen, aber wirklich. Ja doch, eigentlich kann man so sagen, schon fast mit so einer heimlichen Freude da drauf blicken. Ja, und sie genau wissen, dass sie halt stärker dadurch werden, durch solche Taten. Ja, und nach dem Motto, ich hab's euch ja gesagt. Und sie wissen auch, dass sie die Einzigen sind, die eine Antwort haben, weil die Linken, weil es wurde ja jetzt auch genutzt, ne? Höcke hat sich dazu geäußert, klar. Die Junge Alternative hat, glaube ich, für heute eine Kundgebung dazu geplant.
Gerade in Ostdeutschland nutzen viele AfD-Verbände das jetzt für die, wenn wir auch noch drüber sprechen, für die kommende Wahl. Ja. Aber die Linken, sie machen wieder genau das Gleiche. Sie stellen sich wieder dahin, machen ein Lippenbekenntnis, dass man ja auch gegen Islamismus sei, aber schreiben dann immer solche Absätze darüber, dass man sich jetzt gegen die faschistische Instrumentalisierung stellen müsste und man muss dafür sorgen, dass es irgendwie nicht dazu wie in Großbritannien kommt. Ist ja richtig, ist ja wirklich richtig, aber die Sache ist die, das ist einfach nicht die Antwort darauf. Genau. Und das Ding ist halt, wo du jetzt fragst, Sloan, was ist denn der richtige Ansatz bezüglich solcher Situationen? Und der richtige Ansatz ist zuallererst mal, das, was konkret passiert ist, doch in den Fokus zu rücken. Also konkret über diese islamistische Gewalttat und über Islamismus in Deutschland und die Bedrohungslage davon zu sprechen und wie man dagegen vorgehen kann und wie man das eindämmen kann, dass solche Taten passieren und dass diese Ideologien sich halt immer weiter verbreiten. Und es gibt so viele Linke, die jetzt halt einfach sagen, ja, das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt eigentlich für ein AfD-Verbot oder so, jetzt als Reaktion darauf. Also, was ich auch schon wieder gelesen habe. Und ja, wir müssen auch über die Rechte reden. Wir müssen auch über die Reaktionen reden, wie sie das für sich vereinnahmen. Aber zuallererst kommt doch erstmal der konkrete Gegenstand, warum diese Menschen gestorben sind. Und dann kommt erstmal eine Zeit lang nichts. Und dann kann ich mich auch mit den Rechten beschäftigen. Aber wir brauchen doch eine eigene Positionierung, ein eigenes Verhältnis und eine eigene Analyse davon, warum sowas passiert. Und das hat die Linke einfach nicht. Ja, die Sache ist halt die, das wäre das Gleiche, wie wenn irgendwo ein Anschlag auf eine Moschee wäre, ja, und man sich einfach dahinstellt und sagt, ja, irgendwie mit dem Rechtsradikalismus schön und richtig, gut, das Erste, was wir jetzt machen müssen, ist aber dafür sorgen, dass es nicht zu einer islamistischen Instrumentalisierung von der Tat, ja, kommt. Und dann würden jetzt die Leute sagen, ja, das ist aber was anderes von den Kräfteverhältnissen in der Gesellschaft. Ist natürlich, ja, irgendwo anders, aber am Ende des Tages ist es in vielerlei Hinsicht, wie beispielsweise unsere aktuelle Regierung sich dazu stellen würde, gar nicht mal so unähnlich. Und die Sache ist einfach die, man kann nicht, wir können uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, wie löst man jetzt eben dieses Problem von ansteigender Kriminalität, was einfach das Thema im Wahlkampf aktuell ist. So, was einfach das Thema wirklich ist. Wir können uns auch nicht hinstellen und sagen, wie macht man jetzt alles irgendwie zum Thema islamistische Gefahr in Deutschland richtig von linker Seite, weil das große Probleme sind. Jahrzehntelange Versäumnisse, wie man sich dazu stellt. Aber die Sache ist, so viele linke Gruppen verwenden so viel Zeit auf den größten Scheiß. Und auch viele Sachen, wo ich sagen würde, kann man ja machen. Ne? Ich bin der Letzte, der sagt irgendwie mit, man darf nicht irgendwelche überakademisierten irgendwie Veranstaltungswochen zu irgendwelchen Thematiken machen. Schön, aber wenn wirklich Probleme drängend sind, dann muss man vielleicht auch einfach mal sagen, da machen wir jetzt nicht noch eine Reihe zu Antisemitismus in Wave Culture oder zu, was weiß ich, intersektionalen Verbindungen von Fettfeindlichkeit und indigenen Rechten in den USA, sondern konzentrieren uns auf die Probleme, die ganz aktuell, ganz konkret die Diskussion in Deutschland beherrschen. Und nehmen uns die Zeit, nehmen uns wirklich mal die Ressourcen, nehmen uns auch unsere eigenen Probleme damit vor, ja, und versuchen wirklich Lösungen dafür auszuarbeiten, wie wir darauf reagieren können, weil das, was als Antwort auch auf diese rechte Vereinnahmung gegeben wird, ist genau das, was die rechten Kräfte von den Linken erwarten, um es wieder in ihr eigenes Narrativ zu füttern. Weil irgendwo steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit dahin, wenn sie sagen, die interessieren sich doch gar nicht für die Probleme, die jetzt diesen Anschlag verursacht haben. Die interessieren sich nur für uns. Nur für uns. Und das ist genau das, was die eigentlich davon wollen. Absolut. Und nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, nochmal einen Vergleich. Ich denke, das ist einfach wichtig, um das begreiflich zu machen. Wenn man jetzt einfach nur davon ausgeht, und das ist ja auch, was dann halt die Rechten dann vorhalten, was aber dann halt, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad halt stimmt, diese Menschen würden jetzt halt durch einen Nazi umgebracht werden, der jetzt halt dieses Fest der Vielfalt, was ja auch hätte passieren können, angegriffen hätte, dann würde es wahrscheinlich bundesweite Demonstrationen aus der radikalen Linken dazu geben. Es würde wochenlang über nichts anderes geredet werden. Und das ist jetzt eine Situation, okay,
ich habe schon wahrgenommen, es ist im Internet zumindest einiges mehr an Postulierungen, dass Leute halt irgendwie sagen, ja, auch hier gegen Islamismus und so. Das ist etwas mehr als sonst, ja. Das würde ich jetzt aber nicht als Erfolg feiern. Aber das, dabei wird es halt bleiben. Es wird halt keine Fokussierung darauf geben. Es wird keine große Energie von irgendwelchen Organisationen da reinfließen und da großartig zu etwas passieren, weil man halt Angst hat, dort halt irgendwie in das Gefilde von den Rechten zu geraten und sich dann da mit gemein zu machen oder was weiß ich für eine Scheiße. Ja? Und das ist ja genau das Kalkül, mit dem die halt spielen. Dennoch, Eola, möchte ich auch hervorheben, was du schreibst, weil das stimmt, dass die Autonomen in Wuppertal tatsächlich, und das ist ja auch sehr nah dran an Solingen, weil sie halt selber davon betroffen sind, weil das AZ ja in einem Streit mit der Didip-Moschee halt nebenan steht, die halt verdrängen wollen, dort halt tatsächlich für linke Verhältnisse sehr stabil sich viel mit dem Thema Islamismus auseinandersetzen und sich dazu öffentlich positionieren. Ungeachtet dessen, dass man natürlich eine ganz andere politische Strategie und so weiter hat, finde ich das sehr gut und sehr anerkennenswert. Und nach wie vor bedroht. Das soll nicht untergehen, dass es natürlich auch immer mal einzelne lobenswerte Ausnahmen daraus gibt. Aber das reicht halt nicht. Das reicht halt natürlich nicht annähernd bei der Tragödie, die sich vor uns befindet und bei dem Ausmaß an Problemen, der wir uns gegenübersehen. Weil wir haben so oft darüber geredet, dass in Westdeutschland der Islamismus und türkische Faschismus so stark ist, so stark und so gut organisiert ist. Diese Einzeltäter, ja, was ja wahrscheinlich jetzt so ein Fall ist, wo halt so ein, weil das ja immer so auch benannt wird in den Medien, der dann jetzt vom IS und so weiter, das ist ja wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausdruck von dem, was da eigentlich passiert. Ja, gerade im Westen, die sind so gut organisiert, haben so einen krassen Einfluss auf halt natürlich vor allen Dingen die migrantische Community, aber auch super viele Deutsche so. Wie viele deutsche Jugendliche, die halt bei uns im Ruhrgebiet speziell halt keine Perspektive in ihrem Viertel haben, in oft migrantisierten Vierteln halt leben, ja, wo es halt kaum andere soziale Angebote und so weiter gibt, gehen halt auch in irgendwelche islamistischen Moschees und konvertieren und so weiter. Ist ja halt auch nicht so, als würde das halt nicht auch ein Problem sein. Und darum geht es doch, dass man halt nicht nur anhand von solcher Taten, sondern doch mal grundsätzlich halt sich zum Islamismus verhält und halt dagegen vorgeht und sich halt Strategien davon überlegt, wie man dann denen halt die Grundlage entzieht, was dann auch die Wahrscheinlichkeit senkt, dass es zu solchen abgefuckten Taten kommt. Ja. Die Sache ist die, wenn man sich das jetzt mit Solingen anschaut, und das ist vielleicht dann was Positives, mit dem ich das dann noch in dieser ganzen Scheiße abschließen würde, ist einfach, wenn man sich anhört, was die Leute auf der Straße in Solingen dazu sagen, wirklich gefühlt die Hälfte der Interviews, die ich dazu gesehen habe, ist, dass die Leute gesagt haben, dass das einfach sie jetzt nochmal persönlich so stark betroffen hat, weil das für sie einfach in dieser tragischen Geschichte dieser Stadt drinsteckt. Dass sie erst eben diesen Neonazi-Terror mit dem Brandanschlag in den 90er Jahren, war es 94, gehabt haben und jetzt eben diesen islamistischen Anschlag auf das Stadtfest, dass sie einfach da für sich auch eine sehr starke Wut und Trauer über diese absolut menschenverachtenden Ideologien empfinden. Und das ist doch auch das, was bei wirklich dem größten Teil der Leute vorstellt, musst du dann gar nicht auch noch irgendwie, wie Linke das in dem Fall jetzt denken, dann primär eben dann erstmal noch gegen die Rechte dann da schießen, sondern du hast schon so eine starke Basis von Leuten, die einfach wirklich sagen, das ist beides absolut widerwärtig. Ja, richtig. Ja, ist echt einfach jedes Mal, wenn es wieder zu solchen islamistischen Angriffen, wir hatten ja auch schon bei Mannheim drüber gesprochen, ja. Ne, was ja auch nochmal in einem besonderen Kontext im Gegensatz zu dem jetzt in Solingen war, hatten wir auch schon drüber gesprochen, das fühlt sich echt immer wieder so, wie da drauf reagiert wird, von eigentlich allen politischen Lagern, wie so ein Schlag in die Magengrube an. So. Weil es so einfach
im Gegensatz zu so vielen anderen Sachen noch mal so viel beschissener. New Coffee Shop Sale from Jakob. Das hat mich jetzt überrascht. Ich hoffe einfach, dass es halt einfach irgendwann so ein Aufwachen gibt, so bei einer Linken, dass man da halt einfach drauf entsprechend reagiert und dann halt auch sich wirklich Mittel und Wege überlegt, die halt auch abseits von dieser sich natürlich auch weiter dramatisierenden bürgerlichen Mitte, die halt dann natürlich einfach mit auch dem, was die Rechte halt vorschlägt, auf den Leim gehen und einfach nur noch über härtere Abschiebungen und was weiß ich halt sprechen. Und das ist ja auch dann der öffentliche Diskurs, der dadurch ausgelöst wird. Da brauchen wir einfach einen anderen Weg, den wir aufzeigen können, ja. Und das ist sehr dringend. Das ist sehr, sehr dringend und das ist eine zentrale Aufgabe von uns. Und wir werden auch natürlich unsere Beiträge leisten. Nicht nur werden wir immer wieder darüber sprechen und da den Finger in die Wunde legen, sondern wir werden auch eine eigene Folge nochmal zum Thema Islamismus machen und ja, hoffentlich dann auch unseren Anteil zu einer vernünftigen Analyse zu dem Thema leisten.